Emlichheim in Niedersachsen. Die Schwerlastspezialisten Jana Hinrichs und Arno Heck kontrollieren heute landwirtschaftliche Fahrzeuge. Dieser Fahrer hat kein 25-Stunden-Kilometer-Schild, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und auch das Kennzeichen des Anhängers ist nicht ordnungsgemäß. Sie sind im Straftatbestand. Dazu möchte ich jetzt belehren, dass Sie beschuldigt am Strafverfahren sind. Sie brauchen uns gegenüber keine Angaben mehr machen, können Rechtsanwalt nehmen und Sie haben Beweiserhebungsrecht. Haben Sie die Belehrung verstanden? Ja. Okay. Möchten Sie Angaben dazu machen? Nein. Okay. Mit der Geschwindigkeit, die er gefahren ist, das ist nämlich 40 km/h, was wir auf dem Tacho gesehen haben, hätte er für den Auflieger entweder ein eigenes Kennzeichen haben müssen, also zugelassenes Kennzeichen, oder eben ein 25 km/h Schild. Und dann hätte er tatsächlich auch nur 25 km/h fahren dürfen. Gut, ich werde das eben notieren. Ihre Pflichtangaben sind Ihre Personalien. Die haben Sie jetzt mit dem Personalausweis gegeben. Das ist noch richtig. Ja. Gut, wir werden das notieren. Beauftragter dieser Fahrt, von wem haben Sie den Auftrag bekommen? Von Ihrem Chef? Von. Ja. Gut. Ja, hier steht noch. Wer ist denn hier? Ich werde auf jeden Fall eine Anzeige fertigen. Wie machen wir es mit der Weiterfahrt? Sie müssten einen Aufkleber haben, 25 km/h, und dann müssten Sie mit 25 km/h tatsächlich nach Hause fahren. Ja. Es sei denn, Sie holen sich hier beim Landkreis eine Tageszulassung. Dann muss ich gleich erstmal bei meinem Chef anrufen. Das klären Sie mal nach. Ja. Ja? Ich notiere mir eben die paar Sachen und dann kommen wir wieder auf Sie zurück. Okay. Wir dokumentieren jetzt den Zustand der Zulassung sozusagen. Also de facto ist der Anhänger ja nicht zugelassen. Der verfügt nur über ein Wiederholungskennzeichen und das dokumentieren wir jetzt fotografisch, genauso wie das dann in diesem Fall das 25er-Schild fehlt, dass ja, dieses Fahrzeug gespannt nur 25 km/h fährt. Mal gucken, was der Chef dazu sagt. Was wollen Sie denn? 25 km/h Schild holen und dann mit 25 km/h tatsächlich auch nach Hause fahren wollen? Ja. Okay, ja, ist ja möglich. Dann ist das Ding auch mit versichert. Ja, trotzdem ist das, was ich festgestellt habe, erstmal auf Papier in Form einer Anzeige. Verstoß Pflichtversicherungsgesetz. Was kommt auf mich zu? Das ist, gibt keinen Richtwert, keine Ahnung. Kann ich Ihnen nicht sagen. Kann eingestellt werden, kann aber auch mit einer Geldbuße verbunden sein. Je nachdem, was der Staatsanwalt dazu sagt. Ja. Zustand jetzt ist die Weiterfahrt untersagt. Sollten Sie trotzdem weiterfahren wollen, dann wird die zweite Anzeige und das wird dann nicht billig. Genau. Ja? Ja. Alles klar? Jo. Gut. Tschüss. Tschüss. Es ist kein Kavaliersdelikt. Sollte was mit dem Anhänger passieren, dass der Anhänger zum Beispiel eine Einfahrt in eine Kreuzung ausschert und dann ein Fahrzeug beschädigt, ist der Anhänger tatsächlich nicht versichert. Der Landwirt müsste dann tatsächlich das aus eigener Tasche bezahlen, den Schaden an dem beschädigten Fahrzeug. Im schlimmsten Fall könnte der Fahrzeugführer, der eigentlich alles richtig gemacht hat, auf die Kosten sitzen bleiben. Und das ist dann kein Kavaliersdelikt mehr. Jana Hinrichs und Arno Heck setzen ihre Kontrolle fort. Am Nachmittag wird der Regen stärker. Speziell die Kartoffeltransporter sind davon besonders betroffen. Der Regen kann das Gewicht von den Kartoffeln beeinflussen. Wenn die jetzt sehr dreckig sein sollten, dann wird natürlich der Sand irgendwie zu Schlamm, Matsch. Und das verstärkt natürlich das Gewicht. Ja, der Trecker hier vor uns scheint auf jeden Fall mit einem großen Trecker unterwegs zu sein, zwei volle Anhänger zu haben. Da wollen wir mal schauen, wie viel Gewicht der so mit sich bringt. Arno Heck versucht dem Traktor über einen Schleichweg den Weg abzuschneiden. Ja, das ist eine Abkürzung. Der muss hier ja irgendwie wieder rauskommen. Er ist hier noch nicht angekommen. Na, er steckt vor dem Kreisverkehr. Ja. Biegen wir den mal ein bisschen in Sicherheit. Ja, er denkt sich, ah, doch nicht. Da kommt er.
Jana Hinrichs signalisiert dem Fahrer des Traktors, ihnen zu folgen. Was suche ich? Mir egal, ich komm wohl, du hast ja den letzten. Okay. Hallo, eine Verkehrsunfall mit Führerschein und die Fahrzeugpapiere. Und den Trecker vielleicht kurz ausstellen? Arno Heck kontrolliert den technischen Zustand des Gespanns. Ich schaue mir die Bereifung an und Bremsdruck scheint ein richtig neuer Anhänger zu sein, 2012. Ja. Das sieht aber gut aus. Das passt schon. Ein Ausweis vielleicht dabei? Ja, den habe ich dabei. Da fehlt aber ein Stück, hä? Man kann es noch erkennen, oder? Man kann es noch erkennen, aber den 16.07. hatten wir auch schon. Oh. Hallo. Hallo. Die Adresse hier ist aber noch gültig. Ja, ist ja, okay. Wollen wir dann einmal messen? Ja, ja, würde ich sagen, ne? Dann würden wir einmal das Fahrzeug ausmessen und schauen, wie viel wir ungefähr schätzen können, was an Kartoffeln da drauf ist, um ungefähr einzuschätzen, wie das Gewicht so ist, ja? Jana Hinrichs und Arno Heck versuchen, das Volumen der Anhänger zu berechnen, um das Gewicht grob einschätzen zu können. Ich habe ein bisschen gütlich gerechnet. Könnte auch 43 sein. Wenn wir den mal noch über die Waage ziehen, ja, ne? Kontrollmäßig. So, wir haben ein bisschen nachgerechnet und kommen auf ein Ladegewicht von 27 Tonnen. 27 plus. 27,5 haben wir ausgerechnet und insgesamt haben wir ausgerechnet von 42.500. Kann natürlich mehr sein, kann natürlich auch weniger sein. Unsere Schätzung ist gerichtlich, hat keinen Bestand und von daher würden wir dann eben zur Waage fahren. Ja, sind wir einverstanden, dass wir auch zu Raiffeisen fahren? Ja. Die Besonderheit bei der Waage der Raiffeisengenossenschaft ist, dass die Raiffeisengenossenschaft die Wägung nur durchführt, wenn der Bauer einverstanden ist. Das machen sie aus dem Grund, weil die Bauern natürlich die Kunden der Raiffeisengenossenschaft sind und die Raiffeisengenossenschaft nicht möchte, dass denen die Kunden ausbleiben, weil die mit der Polizei zusammenarbeiten. Jana Hinrichs achtet darauf, dass der Traktor genau auf der Waage zum Stehen kommt. Sind jetzt 42,9, 60 Kilo müssen wir abziehen von der Waage, also 42,8, 40 sind noch 2,8 Tonnen zu viel, ne? Wie gesagt, den Rest machen wir dann gleich eben da vorne. Hier direkt ist ja der Seitenstreifen an der linken Fahrbahnseite sozusagen. Aber eben auf den Ausdruck warten. Mit dem Ergebnis der Wägung berechnen Arno Heck und Jana Hinrichs das Bußgeld. €80 sind das, also mehr als 5%. 80 Euro. 80? Ja. Hast du weniger gedacht? Mehr? Ich dachte irgendwie. Ja, passt dann ja. 80 ohne 10, ja, das kommt ja hin. So, Sie haben jetzt die Möglichkeit, den Verstoß zuzugeben, nicht zuzugeben oder sich nochmal schriftlich äußern zu wollen. Das könnten wir hier dementsprechend ankreuzen. Ich gebe zu. Okay. Bleibt mir nicht viel anderes über. Doch, man kann auch Nein sagen. Ich zwinge hier keinen. Dann können Sie hier einmal unterschreiben, dass Sie den Verstoß zugeben. Da unten rechts, ja, genau.
Und dann gibt es noch mal Post vom Landkreis, ja? Die Papiere zurück. Der Ausweis müsste vielleicht mal nicht nur aufgrund des Schadens, sondern auch aufgrund der Gültigkeit erneuert werden. Ne? Ansonsten können Sie dann jetzt weiterfahren und beim nächsten Mal ein bisschen weniger laden, ja? Gut. Okay. So. Gut. Alles klar. Jo. Bis dann. Tschüss. Ja, ich sag mal, die Überladung war nicht so immens. Trotzdem sind es knapp 3 Tonnen gewesen. Der bekommt dafür auch sein Bußgeld. Und ich glaube, er hat sich relativ einsichtig gezeigt, sodass er vielleicht seine Schlüsse selbst daraus ziehen wird, dass er demnächst nicht mehr so überladen wird. Für Jana Hinrichs und Arno Heck war es die letzte Kontrolle bei der heutigen Streiffahrt.